Hallo aus Peking, wir sind im Konrad Hotel und starten heute leider erst Mittag unseren Tag. Wir wollen ein bisschen Sightseeing machen und schauen, ob die ganzen Vorurteile, die ich gehört habe von Peking, zutreffen. Es soll übervölkert sein, es soll dreckig sein, es soll unhöflich hier zugehen und schwierig quasi an den Highlights der Stadt voranzukommen, weil es halt so viel los ist. Wir werden es sehen. Also unhöflich habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen uns dran gewöhnen, wir kennen es ja schon aus Shanghai, dass die Menschen sich vordrängeln, dass die Menschen hier hochziehen und rausspucken, schlürfen beim Essen, ist halt eine andere Kultur, völlig in Ordnung, aber man muss es wissen. Wenn man nämlich nur minimal in der Schlange, nicht direkt hinter dem Vordermann steht, angeblich, und seinen Atem im Nacken spürt, dann steht man nicht an. Wir werden sehen, ob dem tatsächlich so ist. Übrigens nehmen wir unseren Reisepass jetzt mit, da besteht eine Ausweispflicht hier in China und angeblich sollen sie bei dem großen Platz, bei den Sicherheitskontrollen dort die Pässe kontrollieren und ob man richtig legal im Land ist. Machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zur Subway, denn die Riesenstadt Peking ist sehr gut zu erkunden mit der Subway. Man kann auch Taxen nehmen, aber bei Taxen muss man mal aufpassen. Da muss man ja auf das Taximeter bestehen und wir hatten das erste Mal in China eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung gemacht, denn bescheißen, da müsst ihr echt aufpassen. Ich dachte, nehmen wir mal ein offizielles Taxi und achten auf Taximeter, wie wir es auch in Bangkok immer machen. Und dann hat er irgendwas mit dem Taximeter gemacht, dass diese Uhr sowas von schnell gelaufen ist. Wir haben am Ende bestimmt das Zehnfache bezahlt, als wir hätten normal gezahlt. Ja, also auch da müsst ihr mal aufpassen. Hier in China nutzen wir übrigens unseren Local Me wieder. Wir hätten auch eine SIM-Karte kaufen können, aber das war mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Hier für die 3 GB habe ich jetzt diesen Monat gültig 8,50 Euro bezahlt. Wahrscheinlich wäre es mit der SIM-Karte günstiger gewesen, aber hey, der Komfort zählt. 1 GB kostet übrigens 3,50 Euro hier in China. Das ist wie gesagt das Konrad Hotel hier in Peking. Haben wir gebucht, ganz normal über die Hilton App. Das Konrad ist normalerweise eine ganze Ecke teurer als das normale Hilton, aber hier war es irgendwie günstiger. Haben uns darüber gefreut, weil es ist eins der besten Hotels, die man hier in der Stadt haben kann. Und wir als Diamond Member haben natürlich ein richtig tolles Upgrade bekommen bei das Zimmer. Und die ganzen Benefits zeigen wir euch im Laufe des Videos, also quasi heute Abend, wenn wir dann in die Lounge gehen und zeigen wir euch nochmal das ganze Zimmer im Detail. Aber es ist richtig cool. Was hast du für die Nacht bezahlt jetzt? 80 Euro. 80 Euro für Konrad. Geil. Das ist echt günstig. Und in Konrad in Hongkong kostet dann gleich mal eben das Fünffache. Also da sieht man so ein bisschen die Relation. Aber wir werden auch dieses Jahr bzw. auch diesen Trip noch ein anderes Konrad erleben und das für eine längere Zeit. Es wird ein anderes Video sein, wie wir im Konrad Resort auf Bali uns in der Sonne wälzen werden. Okay, also Chaos sieht anders aus. Das ist das erste Vorurteil, was ich gehört habe. Es wäre übervölkert und chaotisch ist es aber tatsächlich nicht. Okay, es leben hier über 12 Millionen Menschen in Peking und ihr wisst ja, China ist ein Riesenland und es leben in China über 1,3 Milliarden Menschen. Aber nicht alle quasi auf einem einzelnen Fleck wie jetzt hier. Also ich finde es ganz geordnet hier, den Straßenverkehr. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Metro. Beziehungsweise die Subway. Ja, dank der Olympischen Spiele alles auch in für uns lesbarer Schrift. Genau, zu Olympia wurde nämlich das Subway-System extrem ausgebaut und es soll noch wesentlich mehr in Zukunft geben, aber für uns reichen die Zentralen hier. Wir sind ja jetzt hier
und können mit der Subway alles abfahren. Und das Wichtigste ist natürlich die verbotene Stadt. Und da fahren wir jetzt auch hin. Das ist das erste Ziel, was wir ansteuern. Und das würde ich mal fast sagen, das Wichtigste, was man hier gesehen haben muss. Also hier in der Subway wird auch ganz genau kontrolliert, was auch gut ist. Also es gibt auch, wie gesagt, die aufladbaren Karten. Die kann man aber wohl nur an diesen Ticketschaltern kaufen, der jetzt nicht besetzt ist. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Dahin, dahin oder dahin? Ja, auch hier ist es ziemlich geordnet. Ich habe es mir viel chaotischer vorgestellt. Jetzt gehen wir erstmal in die Linie 10. Dann müssen wir umsteigen und dann kommen wir dann direkt vor der verbotenen Stadt raus. Dabei sollte man zur Rush-Hour-Zeit meiden, denn dann wird es nämlich richtig voll hier drin. Wir sind jetzt Mittag und da ist keine Rush-Hour. Die Rush-Hour ist meistens so um 7 Uhr herum morgens und 17 Uhr nachmittags abends. Es ist so, dass während die Menschen in der Mitte rausgehen, man auf der Seite zusteigen soll, aber wir werden es bei der nächsten Bahn sehen, wenn richtig viel los ist. Wollte ich euch gerne mal diese Werbung zeigen, die abgespielt wird, wenn man hier richtig schnell durch einen Tunnel fährt. Aber das funktioniert leider mit der Kamera nicht. Sieht lustig aus, aber ihr könnt es nicht so gut sehen, wie ich es sehen kann. Das ist die Werbung von draußen. Die wird so abgespielt, dass der Zug vorbeifährt, aber diese einzelnen kleinen LED-Streifen das so wiedergeben, dass man das wie ein Standbild sieht. Und jetzt müssen wir noch in die Linie 1 und dann ein paar Stationen Richtung Tempel. Dann sind wir auch schon da. Da wir noch nicht genug Sport hatten, laufen wir die Treppen. Und ich glaube, das ist so typisch Touristen. Die Touristen laufen gerne Treppen und die Chinesen, die Einheimischen, nutzen dann die elektronischen Fortbewegungsmittel. Also wir stellen uns da nicht wirklich an. Aber irgendwie fällt mir auf, ich muss mehr Knoblauch essen. Oder überhaupt Knoblauch essen. Es riecht total hier nach Knoblauch. Jeder hat einen Knoblauchgeruch an sich. Jetzt muss man kurz überlegen, weil hier funktioniert das ja mit der Karte nicht. Also Google Maps funktioniert nur mit einem VPN und dann auch nur relativ schlecht und langsam. Ja, jetzt also mussten wir schnell gucken, ob wir richtig sind. Sind wir. Reingefallen. Das ist schon fast, aber wir haben unseren Ausweis dabei. Also immer daran denken, nehmt den mit. Das ist ja wie am Flughafen, aber dann hat sich's auch gelohnt, der Aufwand. Schaut euch mal das an. Ein riesengroßer Platz und dahinter die verbotene Stadt, der Palast des Kaisers oder der vielen Kaiser. Okay, es geht schon wieder los. Geht weg hier. Ja, so ist das. Aber nicht, dass es jetzt wieder alle paar Minuten stattfindet. Das hatten wir nämlich in Jakarta. Und das war ganz, also ich fand es ja lustig, fand es ja toll. Aber es hält auf. Da wollten wirklich permanent alle paar Minuten Leute oder meistens waren es junge Mädchen Fotos mit uns auf, ja, vor der Kamera, dass sie wahrscheinlich dann in den Social Medien teilen. Das hat übrigens einer geschrieben, das fand ich ganz toll in den Kommentaren in Jakarta, warum die das machen. Und zwar, wenn du dich in den sozialen Medien, das ist so ein Hype dort, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man sich besonders oft ablichten lässt, ist das irgendwie, ist man ganz toll. Ja, ja, eins meiner King. Ja.
Ich hätte vorher mal checken sollen. Leider ist heute nämlich der Palast, das Wichtigste, von der verbotenen Stadt geschlossen. Aber laut Google ist es morgen, Dienstag, ab 8.30 Uhr wieder offen. Hatte ich schon mal geschaut. Aber wie gesagt, heute müssen wir was anderes finden. Aber es gibt ja genügend hier in der Nähe. Das war der Bus und habt ihr das gehört? Man hat nämlich nichts gehört. Elektrisch. Vieles ist mittlerweile hier elektrisch betrieben. Die Rikschas gibt es irgendwie gar nicht mehr. Und da ist auch nochmal ein Patrouille. Ja, China ist relativ sicher. Also hier könnt ihr auch euch sicher fortbewegen. Ihr braucht also keine Angst haben, irgendwie ausgeraubt zu werden. Denn es wird alles fotografiert und gefilmt. Total kompliziert hier, das ist das reinste Labyrinth. Wir wollen jetzt eigentlich hier von dem Palast zu dem Tiananmen Square. Der soll ja ziemlich groß sein, aber da muss man ja über durch die Subway durch und dann wieder zurück unter dieser Straße wieder zurück und dann müssen wir wieder durch die Subway quasi so in Schlangenlinien dahin laufen. Was für ein Blödsinn. So, und das ist dann der Tiananmen Square Platz, wie man es sehen mag. Der größte Platz der Volksrepublik China und ich glaube, es ist der zweitgrößte Platz der Welt oder der größte, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber er ist riesig, er ist sogar riesiger, größer als der in Taipei. Habt ihr unseren Taipei-Vlog schon gesehen? Da sind wir ein paar Tage durchgelaufen und waren mitunter auch auf dem Platz und auf den Elephant Mountain. Auch eine Riesenaktion, war eine coole Zeit dort in Taipei. Könnt ihr ja gerne mal gucken, einfach mal auf das i drücken. Und hier werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was sehen können. Leider war der Palast, der jetzt da ist, zu. Werden wir aber sicher morgen oder übermorgen nochmal angucken. Wir sind nämlich 4 Nächte hier. Komm mal hoch. Ein weiteres Vorurteil ist ja, dass in Peking es ja eigentlich nur Smog geben soll, also es ist immer nur schlechte Luft und man muss eine Maske tragen. Aber schaut mal nach oben, keine Wolke zu sehen, kein Dunst, nix. Also wir haben Glück, aber gestern zum Beispiel kamen wir ja an, es hat ein bisschen geregnet und es war den ganzen Tag so ein bisschen diesig. Da habe ich schon gedacht, das wäre Smog und es wird so bleiben. Zum Glück nicht. Ha. Oh ja, das sind sie. Was darf nicht fehlen bei einem Peking-Besuch? Peking-Ente! So, leider spricht hier kaum jemand Englisch. Es ist ja so, in Peking ist die Amtssprache ja Chinesisch, Mandarin. Und dafür habe ich hier so ein Übersetzungsgerät. Langogo heißt der. Habe ich übrigens zur Verfügung gestellt bekommen von dem Hersteller. Und deswegen blenden wir jetzt mal unterstützt durch Produktplatzierung ein. Und dann drücke ich einfach drauf und sage, ich möchte Peking-Ente. Mal gucken, ob das funktioniert. Es hat funktioniert. Ja. Okay. Da bin ich jetzt mega gespannt, wie das schmecken mag. Die Enten werden da in diesem Ofen richtig schön gegrillt, fast schon geräuchert von allen Seiten. Es wird bestimmt richtig lecker schmecken. Ich werde euch mal den Platz, also wo ihr dieses Lokal finden könnt, in der Videobeschreibung unten mal verlinken. Machst du sehr, sehr gut mit den Stäbchen. Hm? Ja, fällt trotzdem alles raus.
Wie habe ich das Restaurant eigentlich gefunden? Ich habe diesmal tatsächlich einfach nur Google Maps benutzt, weil wir auf dem Weg sind zu einem Park. Habe ich gedacht, oh, guckst du auf dem Weg, was es gibt. Und dann habe ich dann die Bewertung von Lee Kun gefunden. Das ist dieses Restaurant. Und das war, die war richtig gut, die Bewertung. Dachte ich mir, okay, liegt sowieso auf dem Weg, probieren wir es aus. Und ich glaube, das war die beste Wahl, die wir hätten treffen können. Ich vermute nur, dass die Chinesen überhaupt kein Google haben und das alles von Ausländern bewertet wurde. Okay, you know? Ja. Ja. Yeah. Yeah. Your choice. Thank you very much. So. Jetzt brauchten wir eine Erklärung, wie das so geht. Genau. Coole Idee und vor allem, dass die Peking-Ente hier, ich muss eins mal so probieren, ohne dass ich es rein tue. So saftig. Also muss man auf jeden Fall mal gegessen haben. Man muss auch bedenken, dass diese Peking-Ente auch furchtbar fett ist. Also die Haut und die Fettschicht ist mit dran, aber die gibt den Geschmack. Also muss man darauf vorbereitet sein. Abmachen macht es nicht so viel Sinn, dann schmeckt es nicht mehr so gut. Aber schaut euch den Teller an. Ja, denke ich ja. Das, hier habe ich aber noch ganz viel drin. Jetzt haben wir noch was bekommen, was wir gar nicht offiziell bestellt haben. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das sind die frittierten Überreste. Das hat jetzt 331 Yuan gekostet, das sind ungefähr 42 Euro. Also es ist nicht gerade günstig, Peking-Ente zu essen, aber zu zweit ist es okay. Mit Getränken passt. Übrigens, Trinkgeld gibt man hier nicht, das ist auch eher so verpönt. Also wenn man ihnen Trinkgeld hingibt, also mehr Geld, dann guckt man, wird man blöd angeguckt und wird dann, es wird nicht verstanden. Also Trinkgeld braucht ihr hier nicht geben. Sicherlich gibt es hier auch die touristischen Ecken, wo es dann erwartet wird, aber in der Regel, wie gesagt, nicht. Wenn ich jetzt wissen will, was das am Gewicht ausgemacht hat, kann ich gleich da draufsetzen und machen. Ja. Ja, Shishi, das ist das erste, was ich gelernt habe, heißt Dankeschön. Und Miau heißt Hallo, das sagen wir euch dann morgen. Also Miau. Nicht Miau. Ja, ich habe schon Miau. Und zwar ist dieser Park, der heißt Temple of Heaven Park. Oder zu Deutsch, denn da gehen wir in den Bezug Tempel jetzt hin, Himmelsaltar. Das ist quasi inmitten dieses Parks, ist dann ein riesengroßes Gebäude, was aussieht wie so eine Säule, aber keine richtige Säule ist, wie so eine Paragode. Ähnlich, aber auch keine Paragode ist, also werden wir gleich sehen. Hat er sich vorgedrängelt? Hat er. Eiskalt, aber das passt da wieder zu dem chinesischen Stil, was Dominik gesagt hat. Also muss man aufpassen, wenn man sich ganz genau aneinander geht, wird sich immer vorgedrängelt. Gnadenlos. Ich hab dir gesagt, du musst sauna gehen, dass man den Atem des anderen im Nacken spürt. Oh nein, ganz feine Sache, du. Gute Idee. Und das ist, wie gesagt, der Himmelsaltar oder Temple of Heaven. Sieht interessant aus, oder? Ein tolles Gebäude und auch der ganze Park ist ganz schön angelegt. We'll be right back.
Das war jetzt, wie gesagt, der Temple of Heaven Park. Jetzt reicht's für uns erstmal. Wir haben ein bisschen was gesehen. Leider war ja der Palast in der verbotenen Stadt zu. Da gehen wir morgen hin. Wir gehen jetzt erstmal zurück und gehen ins Zimmer umziehen. Es soll ja angeblich an jeder Ecke Taxen geben und überall. Aber wenn man eins braucht, dann ist es wieder schwierig. Dann kriegt man keins. Wir sind alle besetzt oder sie fahren weiter. Keine Ahnung, warum ich wollte. Der wollte nicht. Der wollte, hatte Konrad gerade gesehen und sagt, nee, macht er nicht. Dann fahren wir doch mit der Bahn. So, zurück in unserem Zimmer. Wir haben eine Junior Suite bekommen als Upgrade. Wir haben, oder ich habe das günstigste Zimmer wie immer gebucht und aufgrund unseres Diamond-Status bekommen wir dann ein Upgrade. Wenn man dann auch mal nett nach einer Suite fragt, bekommt man sie auch. In der Regel bekommt man immer nur einen Upgrade in die nächsthöhere Kategorie. Das wäre dann beim Gold-Status so. Als Diamond hat man schon ein bisschen mehr Privilegien. Was und wie ihr das bekommt, haben wir ja schon oft erzählt. Wisst ihr auch, wo ihr drücken müsst, ne? Und dann guckt man nochmal ins Bad hinein. Ja, eine ganze Menge steht ja schon rum. Sind ja schon einen Tag da. Aber ist ganz cool. Das Zimmer ist auf jeden Fall riesig. Klar, es gibt eine größere Zimmer, aber das muss ja auch nicht sein. Es reicht vollkommen aus. Jetzt machen wir uns schnell fertig, ziehen uns um und gehen in die Lounge, denn dort ist ein anderer Dresscode angesagt. Da darf man nicht oder sollte man nicht mit kurzer Hose und T-Shirt aufkreuzen. Das gehört sich nicht. Genau, das ist die Executive Lounge. Die befindet sich im 29. Stock, also ganz oben im letzten Stockwerk mit einer fantastischen Aussicht. Gestern war es leider nicht so toll. Gestern war es so diesig und vielleicht Smog, aber kann auch nur schlechtes Wetter gewesen sein. Aber heute kann man richtig weit schauen. Wir waren da hinten irgendwo heute. Irgendwo war man. Ni hao. Zweiter Tag und wir versuchen es heute nochmal in den Palast zu kommen, in der verbotenen Stadt. Heute ist aber auch wesentlich mehr los. Wow, so viele Leute. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Wer möchte, kann sich hier auch übrigens so einen Kaisermantel ausleihen, also für Geld, aber relativ teuer. Da kann man hier rumlaufen wie der Kaiser von früher. Aber ich habe noch keinen gesehen. Das haben ganz viele gemacht in Seoul, dort in dem Palast. Ja, ja, immer der Ausweis muss dabei sein. Volle Kontrolle. Bezahlt haben wir jetzt 120 Yen. Und das sind pro Person 60, ungefähr 7,77 Euro. Das geht, finde ich. Jetzt haben wir uns mal eiskalt vorgedrängelt. Ja, hier muss auch gebaut werden. Also das ist, wie gesagt, die verbotene Stadt. Hier haben die chinesischen Kaiser ja bis zur Absetzung gelebt, hat 9.999 Räume. Natürlich gibt es dann große Räume und kleine Räume, aber ist ein Riesengelände. We'll be right back.
vergleichen kann man den ja so ein bisschen mit dem Königspalast in Bangkok. Nur der ist viel, viel kleiner und enger und dadurch auch viel, mit viel mehr Leuten gefüllt oder gefühlt. Hier sind bestimmt noch mehr drin, aber das verläuft sich hier so ein bisschen. Und schon sind wir durch, also wir hätten noch viel, viel mehr laufen können, aber ich habe mich vertan. Dieser Berg, der ist gar nicht mit auf dem Gelände, sondern da kann man auch, muss man hinlaufen, aber dann verlässt man schon die verbotene Stadt. Ja, ich fand es total spannend da drin. Man kann sich da ja verlaufen, da gibt es noch verschiedene Museen mit da drin, wo man aber extra Eintritt zahlen muss. Und ganz viele verschiedene Paläste. Es ist ja nicht nur ein Palast, sondern ganz, ganz viele. Eine richtig tolle richtig tolle Bauwerke da drin. Ja, jetzt geht es aber erstmal weiter, zurück ins Hotel. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten und dann wollen wir uns auch noch mal eine traditionelle Teezeremonie machen. Ob wir das heute machen, weiß ich nicht genau, aber das kommt dann gleich. Es gibt unzählige Arten an Tees, also Auswahl an Tee. Da kann man also sich lange aufhalten. Aber wir haben den Laden nicht gefunden. Laut Google ist der nämlich hinter uns gewesen, aber da war nichts. Und laut Apple Maps war es da auch und da war es nicht. Und was sagt Maps to me? Da muss ich runterladen. Habe ich leider die Map nicht runtergeladen, weil ich nicht darauf vorbereitet bin, dass zwei Karten nicht funktionieren. Also eigentlich sollte man das ja wohl tun. Gut, jetzt gehen wir zurück. Das war nämlich eine Empfehlung unserer Concierge, eine weibliche Form von Concierge. Jasmine. Weiß ich gar nicht, was es ist, aber Jasmine heißt sie. Sie hat uns empfohlen, da hinzugehen. Aber ja, offensichtlich ist es nicht mehr up to date. Vielleicht gibt es den Laden ja auch gar nicht mehr. Egal, jetzt gehen wir zurück. Gucken, auf dem Weg war irgendwie auch noch ein Teeshop eingezeichnet. Vielleicht ist das ja auch ein oder ist umgezogen. Und dann ja, war es das schon wieder fast. Dann haben wir schon recht viel erlebt hier in den Tagen in Peking. Ich will euch morgen früh nochmal das Frühstück zeigen, das habe ich noch vergessen. Und dann beenden wir auch unseren Aufenthalt hier in Peking. Und zur Mauer gehen wir übrigens nicht, denn der GM des Hotels hat uns zwei Punkte genannt, wo relativ wenig Touristen sind. Und das hat bei uns in den Zeitplan jetzt nicht so reingepasst. Nee. Den Tag haben wir leider nicht. Das machen wir nächstes Mal, wenn wir wieder mal hier in Peking sind. So, letzter Tag hier in Beijing, Peking. Eins haben wir vergessen und noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt, holen wir jetzt nach. Euch das Frühstück zeigen, denn das ist richtig toll hier unten. Unten in der Lobby, hinter der Lobby ist so der Frühstücksbereich in einer richtig coolen Kulisse. Da gehen wir jetzt hin und dann beenden wir den Vlog. Wir haben eine Menge hier erlebt, aber das erzähle ich euch nachher nochmal in Ruhe. Erwähnt, euch versucht zu erklären, könnt ihr das sehen, diese Kulisse hier ist ein bisschen, ich kenne jetzt gar nicht unbedingt so diesen Baustil, hat bestimmt auch eine Bezeichnung, aber sieht mega geil aus. Und es gibt hier ganz, ganz viel, das glaubt man gar nicht, es ist alles so ein bisschen versteckt, aber viele, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zum Frühstück. Es gibt Nudelsuppe, es gibt Pancakes, es gibt Salate, das typische chinesische Essen gibt es, diese Reissuppe. Gebäck, da ganz viel und Ei. Es gibt eine eigene Ei-Karte, wo man sich Egg Benedict in verschiedenen Formen bestellen kann. Oder I go for the scrambled egg, just plain, please. Ja, was gibt's? Keine Ahnung. Ach doch, da steht's ja. Ja, geschreddertes Seetang. Lecker. Das sind Nudeln, ne? Ne, es ist auch Beef. Okay. Was darf ich ein bisschen Show machen? So, ich habe jetzt einen Teller voll gemixt mit ganz vielen verschiedenen leckeren Sachen hier, aber hauptsächlich Chinesisch gibt es heute bei mir. Genau wie bei mir heute. Besonders lecker finde ich Blumenkohl in lila oder was ist das? Gefärbte. Keine Ahnung, was schmeckt. Der Eingang oder Ausgang zum Restaurant, das sieht so cool aus. Aber gut, jetzt sind wir fertig, haben lecker nochmal gefrühstückt und gehen jetzt zurück ins Zimmer. Wir müssen nämlich packen. Unser Flieger geht in gut 4 Stunden. Wir haben jetzt also noch vielleicht ein bisschen 4,5 Stunden. Yeah. Wir haben noch genügend Luft. Wir sind auch nicht so weit weg vom Flughafen. Ja, dann
sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Es war so ein bisschen windig hier. Wir gehen zurück, müssen noch packen und ja, wir haben eine Menge erlebt, auch wenn wir jetzt, es wirkte vielleicht ein bisschen gestreckt, weil wir mehrere Tage diesen Vlog gemacht haben, aber wir haben auch immer ein bisschen gearbeitet, dann haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht, Leute getroffen, wir haben einige Leute hier getroffen, die uns auch bei Instagram geschrieben haben, die sind zufällig auch hier und dann haben wir das mal gemacht. Das machen wir immer gerne. Sind wir schon da? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss.